Das Wort bekommt Frau Artus. Herr Präsident, sehr geehrte Herren und Damen, ich muss jetzt leider das Gesetz der Serie brechen, weil bislang nur männliche Abgeordnete gesprochen haben, was ich grundsätzlich gut finde bei dem Thema. In einem sind wir uns sicherlich einig, wir haben das eben schon gehört, Männer haben den Willen zum Grillen. Worum geht es bei diesem Antrag? Darum, dass Jungen bessere Schulabschlüsse machen sollen oder dass mehr Männer auch mit Migrationshintergrund in Bildungsberufe gelangen oder dass Lehrkräfte kompetenter ausgebildet werden. Es geht augenscheinlich um alle diese Punkte. Ich bin beeindruckt, wie GRL und CDU glauben, mit einer derart verknappten Darstellung dieser drei grundlegenden Themen Weichen stellen zu können. Sie reden in Ihrem Antrag außerdem um den heißen Brei herum. Vielleicht ist er auch deswegen so kurz ausgefallen, weil sich die Schwarz-Grünen in der Analyse nicht einig waren. Es wurden zwar Probleme angerissen, die Lösungsansätze sind aber wirklich mickrig. Unangebracht finde ich, ausgerechnet am Girls Day Angebote für Jungen zu präsentieren. Am Girls Day. Das ist so ungefähr das Gleiche, als wenn man einem Mann am Muttertag Blümchen schenkt und ihn für seinen aktiven Vätereinsatz dankt. Schaffen Sie den Girls Day dann lieber ab, anstatt ihn derart zu verballhornen. Dieser Antrag ist ja vom Grunde her nicht falsch. Er greift Probleme auf, die beachtenswert sind. Es gibt zu wenige Männer, auch mit Migrationshintergrund, in Kitas und Grundschulen. Jungen haben die schlechteren Schulabschlüsse und fallen häufiger durch ungemäßes Verhalten auf. Es fehlen in den pädagogischen Berufen wichtige Lehrelemente wie Genderkompetenzen. Der Antrag benennt aber nicht die Ursachen. Die sind aber wichtig zu benennen, damit die Maßnahmen, die der Senat umsetzen soll, wirkungsvoll sind. Zum einen, Berufe in Kitas und Grundschulen sind fürchterlich schlecht bezahlt. Die Befristungen nehmen zu, ebenso die unfreiwillige Teilzeit. Da ist es für einen Mann ohne Mut nicht attraktiv, einen schlecht bezahlten Beruf zu ergreifen. Und deswegen wird er seine berufliche Zukunft auch künftig nicht in Kitas oder Grundschulen sehen, wenn sich bei der Bezahlung nichts verändert. Da können Sie die Jungs am Girls Day noch so intensiv mit den Vorzügen des Erzieherberufes vertraut machen. Spätestens als Erwachsener schaut er in den Arbeits- und Tarifvertrag oder aufs Konto und sagt, nein, danke. Zum anderen, es gibt auch jede Menge wilder Mädchen. Aber sie werden aufgrund der immer noch geschlechtsspezifischen Prägung des Elternhauses, der Gesellschaft insgesamt, inklusive der Medien, auf ruhig sitzen, hübsch aussehen und Perfektionismus dressiert. Außerdem nutzt den Mädchen ihre durchschnittlich bessere Schulbildung doch wenig, weil sie später im Arbeitsleben trotzdem die schlechteren Chancen haben. Die Unerzogenen zu Jungen von damals mit den schlechteren Noten ziehen an ihnen vorbei und besetzen die Posten. Was ist pädagogische Arbeit wert? Das SGB VIII sagt es eigentlich ganz deutlich in § 1 Absatz 3. Jugendhilfe soll junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern und dazu beitragen, Benachteiligungen zu vermeiden und abzubauen. Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung beraten und unterstützen, Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen und dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten und zu schaffen. Um dieses Gesetz wirklich zu erfüllen, müssen Erzieherinnen anständiger bezahlt werden und bessere Arbeitsbedingungen haben. Sie müssen auch endlich wieder mehr Zeit für Elterngespräche haben und für mehr Fortbildung. Allein aber schon mehr Entgelt würde den Männermangel in den pädagogischen Berufen bald beheben. Teilzeit ist vom Grundsatz her übrigens kein Problem für viele Männer, denn zum Glück wandelt sich langsam das Bild, dass nur 60 Arbeitsstunden die Woche aus dem Mann einen ganzen Kerl machen. Viele Männer, vor allem Väter, würden gern Teilzeit arbeiten, wenn sie denn vernünftig bezahlt würde. Dies wäre unter anderem der Fall, wenn es eine Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich gäbe. Denken Sie weiter, sehr geehrte Abgeordnete von CDU und GRL, und denken Sie konsequent die Lösungen zu Ende. Der Antrag, den Sie hier heute zur Abstimmung stellen, bleibt auf halbem Weg stecken. Aber vielleicht kommen wir ja im Familienausschuss gemeinsam etwas Vernünftiges zustande.
Mehr Männer in Bildungsberufe. Sie haben die Linke in dieser Frage ganz an ihrer Seite. Aber der Senat möge sich statt ihrer windelweichen Antragsformulierung doch lieber dafür einsetzen, dass die Tarifverhandlungen bei den Erzieherinnen mit höheren Abschlüssen erfolgen und dass das Kita-Gutscheinsystem den Trägern eine vernünftige Personalkostenkalkulation ermöglicht und dass die Bewilligung der Gutscheine langfristiger erfolgt, sodass die Träger der Kitas ihre Beschäftigten nicht zunehmend mehr nur befristen müssen. Es ist außerdem dringend ein Gleichstellungsgesetz für die Privatwirtschaft erforderlich. Und das Gleichstellungsgesetz im öffentlichen Dienst muss novelliert werden. Dann gehören sogenannte Frauenberufe, schlecht bezahlt und unterbewertet, auch bald der Vergangenheit an. Liebe Kollegen und Kolleginnen von der GRL und CDU, die Linke wird diese Notwendigkeiten schon bald in der Bürgerschaft zur Debatte stellen. Spätestens dann können Sie den nächsten Schritt zur Verwirklichung Ihrer eigentlich heute schon gut gemeinten Ansätze vollziehen.